Ich bin immer noch hier, Tom. Ich gebe zu. Oh, ich kann hier nicht. Oh Mann. Nee, kann ich nicht zerstören. Noch andere werden dich hintergehen. Snape war nur der Erste. Dann werden auch sie. Geht doch. Du kannst dich nicht länger verstecken. Impedimenta! Alter, da habe ich ihm aber jetzt echt gerade ganz schön viel abgezogen. Wir sind weit gekommen, du und ich. Aber jetzt wirst du scheitern. Impedimenta! Komm schon. Oh. Du bist nicht unbesiegbar. Du glaubst, ich sei verletzlich? So, komm schon. Du hast meine Eltern ermordet. Und viele, viele andere. So. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei Ron und Hermine, die die Schlange töten müssen. Nee, nicht mal. Warum lebst du? Weil ich etwas habe, für das es sich zu leben lohnt. Du hattest recht. Der Elderstab wird dir nie gehorchen. Er gehört mir. Ich habe Snape getötet. Der Stab war nie mit Snape verbunden. Lass uns dies beenden, wie es begonnen hat. Zusammen. Ich hab dir gesagt, er wird dir nichts nützen. Avada Kedavra! Yeah! Der finale Kampf sieht irgendwie nicht so spektakulär aus, wie man denkt.
wirkt irgendwie wie so ein Spiel im Kindergarten. Du gehörst mir! Ich bin jetzt gestorben. Ach so, okay. So, jetzt komm. Oh, Ficker, nein. So, jetzt reicht's. Alter. Ich krieg den nicht mehr runter, ey. Scheiße. Ich kann echt nichts drücken. Und ich bin schon wieder tot. Ich krieg ihn nicht hoch. Yeah, und ich bin tot. Du gehörst mir! Oh Mann, Alter. Ich krieg's einfach nicht hin. Komm schon, komm schon. Nein! Geht doch. Ihr müsst ganz schnelle Bewegungen mit dem Stick machen, immer in die Richtung und dann immer gleich schon wieder in die Gegenrichtung, damit es funktioniert. Yay, geschafft! Die Zukunft sah es hier irgendwie besser aus, oder? Voldemort ist tot. Hat er ihm nicht gedient? Der Elder starb. Harry hat überlebt. Als Voldemort Snape tötete, dachte er, sein Zauberstab gehöre jetzt ihm. Aber er gehörte Snape nie. Es war Draco, der Dumbledore entwaffnet hat. Also hat der Zauberstab ihm gehorcht. Bis ich Draco entwaffnet habe. Aber das bedeutet, dass er mir gehorcht. Was denkst du, sollen wir mit ihm machen?
Ja. So, das war's jetzt mit Harry Potter. Die Reihe ist vorbei. Und hier sehen wir noch einen Ausblick in die Zukunft. James ist schon eingestiegen. Lily, ich hab's dir doch erklärt. Nach Hogwarts darf man erst ab einem bestimmten Alter. Du wirst auch bald mit Rose in diesem Zug sitzen, Hugo. Jetzt mach aber mal halblang, Ron. Hoffentlich wird ihre Zeit in Hogwarts weniger ereignisreich als unsere. Oh Mann. Naja, soweit so gut. Das war mein Let's Play zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Das Spiel finde ich ehrlich gesagt echt schrecklich. Es hat mir nicht viel Spaß gemacht. Es ist einfach nur stumpf, stupide. Hat wenig Spielzeit, wenig neue Innovationen. Es ist einfach todlangweilig auf Dauer. Und Steuerung ist, naja, mittelmäßig, könnte bessere geben. Der beste Teil ist, wenn ihr Harry Potter spielen wollt, immer noch der Orden des Phönix. Egal wo ihr es spielt, auf welcher Konsole, da eigentlich sind so gut wie alle relativ gut. Also du kannst es mit dem Controller spielen, aber auch mit einer Wii, Nunchuck oder sowas, ist das da echt nicht schlecht. Und ja, das Spiel kann ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, aber trotzdem hoffe ich, hat euch mein Let's Play gefallen, auch wenn ich teilweise etwas still war, weil das Spiel einfach so langweilig war, dass mir einfach auch die Lust zum Kommentieren gefehlt hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!